Danke, Bruno, für die Vorstellung. Vielen Dank an Sie, dass Sie heute Abend trotz der Hitze hier unten in den Keller gekommen sind. Ich hoffe, die Klimaanlage tut ihr Übriges dazu, dass es etwas angenehmer wird. Ja, genau, die Unionsstiftung. Ich bin stellvertretender Geschäftsführer der Unionsstiftung und wir arbeiten sehr viel mit dem Deutsch-Amerikanischen Institut zusammen, auch mit der Konrad-Adenauer-Stiftung, den anderen politischen Stiftungen im Saarland und weiteren Kooperationspartnern. Wir machen vor allen Dingen Vorträge wie heute Abend zum Beispiel über Politik, internationale Politik, Politik, nationale Politik, aber auch kulturelle Veranstaltungen. Und wir haben auch einen Podcast, Politik International, den ich hoste und den wir auch zusammen mit dem Deutsch-Amerikanischen Institut, der Konrad-Adenauer-Stiftung und dem Deutschen Orient-Institut in Berlin machen, wo wir alle 2 Wochen auf ein ja, Thema im internationalen Politikfeld blicken. Ich habe letzte Woche zum Beispiel mit einer Journalistin, die ich in den USA kennengelernt habe, gesprochen über die Beziehung zwischen Mexiko und den USA. Die Mexikaner haben im Juni einen neuen Präsident, eine neue Präsidentin gewählt. Und ich habe mir mal erklären lassen, was das eigentlich für eine Präsidentin ist, wie man die einschätzen kann, was so die großen Herausforderungen Mexikos sind und wie die Mexikaner natürlich auf die Wahlen in den USA blicken, weil das natürlich die wichtigste, die große Grenze ist und sie alle kennen die Wall, die Donald Trump an der Grenze zwischen Mexiko und den USA bauen wollte. Und da ging es natürlich auch um das Thema Migration. Also sehr, sehr spannendes Thema. Sie hat da auch einiges zu erzählen gehabt. Herzliche Einladung, da mal reinzuhören. Nicht jetzt, aber vielleicht im Anschluss. Genau, und im Zuge dieser Kooperation kam Bruno von Lutz irgendwann auf mich zu und hat gesagt, guck mal, hier ist ein Angebot des State Departments der USA, bewirb dich doch mal. Und das war das IVLP, das International Visitor Leadership Program. Das ist ein Austauschprogramm für junge Führungskräfte, das das US State Department jedes Jahr seit den 50ern aufgelegt hat. Also schon sehr, sehr alt. Und laden Menschen, junge Menschen aus der ganzen Welt ein, in die USA zu kommen für 3 Wochen zu ganz verschiedenen Themen. Das sind Themen wie Community-Arbeit, da geht es teilweise um Space Programme, da geht es um IT, um Sicherheit. Und das Programm, an dem ich teilnehmen durfte, im Februar war das, hatte den Titel Foreign Policy, Global Affairs. Das heißt, ich durfte 3 Wochen lang in die USA reisen, von Washington über Des Moines, Iowa und Nebraska bis dann nach Charlotte in North Carolina. Und wir haben unter anderem, ja, das Pentagon besuchen dürfen. Wir haben das State Department in Washington besucht. Wir waren dann bei der National Guard in Iowa zum Beispiel, haben uns mit denen unterhalten. Die haben da ein eigenes Programm zu IT und Cybersicherheit, das dann auch national, also über das ganze Land geht. Wir waren in Nebraska im STRATCOM. Das ist die militärische Einrichtung, die die ganzen einzelnen Armeezweige, also die Armee, die Navy, die Air Force, die Space Force und die Coast Guard. Das sind die Zweige und die Marines noch. Das sind die Zweige der Streitkräfte, die alle vereint unter einer Strategie. Und dort wird auch die nukleare Abschreckung gemacht. Also alle Atomsprengköpfe werden aus Nebraska ausgesteuert. Und wir durften auf diese Militärbase und uns mit denen unterhalten, ja, wie denn überhaupt diese nukleare Abschreckung seitens der USA funktioniert, was da für Konzepte dahinter steht. Und dann war natürlich im Februar ein Jahr Angriffskrieg, nee, 2 Jahre Angriffskrieg, Ukraine, Russland, gerade das Thema. Und da ging es auch um die Frage, ja, was passiert denn, wenn? Und haben uns das nochmal von denen erklären lassen, wie die US-Amerikaner unter welchen Umständen reagieren würden und wie nicht. Und es ging natürlich auch um die ganz große Frage, und da werden wir bestimmt heute Abend auch nochmal drauf kommen. Ja, was passiert unter einem Präsidenten, eventuellen Präsidenten Donald Trump? Und was kann sich ändern, was wird sich ändern und was nicht? Also es war eine sehr, sehr spannende Reise. Ich habe auch viele Menschen kennengelernt, habe viel mit einfachen Leuten gesprochen, mit Studenten. Wir sind auch jeden Abend, haben wir versucht, irgendwie unterwegs zu sein, sind in Bars, in Kneipen und haben einfach mit Leuten gesprochen, was in den USA wundervoll funktioniert. Die sind sehr offen, sehr gesprächig und merken ganz schnell, wenn man nicht aus den USA kommt, dann fragen sie sofort, ja, wo kommen Sie her? Und sind dann auch immer super interessiert, wenn man sagt, man kommt aus Europa. Ja, wo genau? Und witzig war es nur in Iowa. Wenn man in Iowa, nämlich wenn die Leute merken, man kommt nicht von da, dann fragen sie einen zuerst, ja, wo sind Sie denn her? Dann sagt man, ja, ich komme aus Europa, ich komme aus Deutschland. Und dann ist die zweite Frage, what the fuck are you doing in Iowa?
Es war tatsächlich, ohne Witz, ich habe es ausprobiert, es war immer die zweite Frage. Was zur Hölle machen Sie in Iowa? Niemand geht nach Iowa. Iowa ist einer dieser Flyover-States, also man ist entweder an der Ostküste und macht da Urlaub in New York, in Philadelphia oder unten in Florida. Man ist vielleicht noch in Chicago und dann fliegt man auf die andere Seite und ist dann in Kalifornien am Strand oder in Los Angeles. Aber niemand ist so in diesem Midwestern-Teil, der aber sehr, sehr schön ist und sehr sympathische Leute. Und das war wirklich sehr spannend und sehr, sehr, sehr amüsant auch. Hat Spaß gemacht, waren tolle 3 Wochen. Und ja, unter anderem deswegen bin ich auch hier, weil im Zuge dieser Reise hatten wir nämlich die Chance, als wir dann in North Carolina waren, hat irgendeiner aus der Gruppe herausgefunden, hey, Donald Trump tritt auf. Da war gerade die Vorwahl in South Carolina und Donald Trump hat zu einer Rallye eingeladen, eine seiner berühmten Rallyes, und es war gerade mal eine halbe Stunde Autofahrt weg von uns. Und haben wir gesagt, wir setzen uns jetzt in ein Taxi, wir fahren da mal hin und wir gucken uns das mal an. Was war abgefahren? Das war völlig irre, was da passiert ist. Ich werde nachher gerne darüber berichten, aber zuerst, Bruno, wollen wir mal auf das Thema des heutigen Abends eigentlich zu sprechen kommen, nämlich wer hat Angst vor Donald Trump? Vielleicht können wir eine kleine Umfrage starten. Wer hat denn Angst vor Donald Trump? Mal die Hand hoch. Ja. Sind nicht alle. Wer hat denn keine Angst? Ja. Vielleicht können wir mal zuerst fragen, die, die Angst haben vor Donald Trump, was bewegt sie denn? Welche Angst, welche konkrete Angst haben sie denn? Ja, ich glaub, da sind ganz, ganz viele, da sind ganz, ganz viele Punkte drin, ja. Vielleicht fangen wir mal, weil das öfters mal genannt wurde, Trump ist unberechenbar, Trump ist ein Showman. Das ist alles nur Show, was ja politisch abgeht in den USA. Versuchen wir vielleicht mal so ein bisschen zu erklären, wie das System funktioniert und wie es auch in den USA gesehen wird. Also zunächst mal, denke ich, muss man in den USA verstehen, den meisten Menschen ist es relativ egal, was in Washington passiert. Washington ist weit, weit weg für die meisten. Als ich in Iowa war, klar, da war die erste Frage, was zur Hölle machen Sie in Iowa? Erstmal klingt witzig, aber für die Leute ist es, wir sind weit, weit weg vom Schuss. Wir sind weit ab vom Schuss. Was die in Washington machen, die sollen machen, das ist uns relativ egal. Wir haben hier unsere eigenen Probleme. Der Krieg in der Ukraine ist ganz weit weg, das tangiert uns nicht. Die Migrationskrise, Mexiko ist weit, weit weg, das tangiert uns nicht wirklich. China ist weit, weit weg, interessiert uns nicht wirklich. Also die haben ihre eigenen Probleme vor der Haustür und um die geht es ihnen. Und das ist den Leuten wichtig. Und das ist vor allen Dingen, ist das die Wirtschaft. Und wenn die Wirtschaft funktioniert, ist alles in Ordnung. Und mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, da im Februar war die Wirtschaftslage eigentlich ganz rosig. Die USA sind relativ gut aus der Pandemie rausgekommen, unter anderem auch durch die Programme, die Biden aufgelegt hat. Und die Leute hatten Arbeit. Jeder, der einen Job wollte, hätte sofort einen bekommen. Das Ding ist, die Jobs, die die haben, ein Job bringt niemanden über die Runde. Das heißt, die Leute haben teilweise 2 Jobs, die haben teilweise 3 Jobs, um überhaupt irgendwie über die Runden zu kommen, weil die Jobs relativ wenig ergiebig sind oder sie relativ schnell wieder dann gefeuert werden. Kündigungsschutz ist in den USA ja nicht so das ganz große Ding. Aber es gab genug Jobs, das heißt, jeder konnte auch so 2, 3 Jobs tatsächlich finden. Das war gar kein Problem. Wenn man dann aber ein bisschen tiefer gebohrt hat, hat man dann gesehen, okay, diese Themen, die in Washington behandelt werden und die Leute vermeintlich gar nicht interessieren, weil es weit weg scheint, sind aber gar nicht weit weg. Also wir haben dann in Nebraska zum Beispiel mit einem Landwirt gesprochen, der auch gleichzeitig Senator war. Und er hat dann gesagt, naja, man merkt schon, was in den letzten Jahren passiert ist, so seit Donald Trump, aber auch unter Biden weiterhin, die haben keine Erntehelfer mehr. Früher sind Migranten häufig illegal tatsächlich über die Grenze gekommen, sind durchs Land gezogen und sind von einem Bauernhof zum nächsten gereist, um dann bei der Ernte zu helfen. Und sind dann wirklich so wie Nomaden durchs Land gereist. Da, wo es Jobs gab, sind sie hin. Wenn irgendwie die Saison vorbei war, sind sie weitergezogen. Die gibt es nicht mehr. Also die haben massive Probleme, Leute zu finden. Die sind aber nicht auf den Kopf gefallen. Es gibt dann, da hat er uns auch erzählt, ja, sein Nachbar, der löst das Problem folgendermaßen. Ich weiß nicht, ob es der Bauer selbst war oder auf Bundesstaatenebene, sind die
nach Afrika gegangen, zu irgendeinem afrikanischen Land, haben mit denen einen Vertrag geschlossen und jetzt werden die eingeflogen als Saisonarbeiter. Also das, was bei uns früher die Polen oder die Rumänen waren, die dann für die Saisonarbeit zum Spargelstechen hier nach Deutschland gekommen sind oder zum Erdbeerenpflücken, das machen die USA halt ein bisschen nur größer und lassen die Leute aus, Südafrika einfliegen für die Saison. Und dann gehen die aber wieder zurück. Also die Themen spielen eine Rolle, nur die sind dann eben findig und machen was. Ein Senator in Nebraska, den wir dann getroffen haben, der hat seinen Wahlkampf gegen die demokratische Herausforderung für den Senat in Nebraska gewonnen mit dem Thema China. Er wollte Nebraska, die Zölle von Nebraska nach China abschaffen. Das ist in Nebraska insofern tatsächlich sogar logisch, weil die haben relativ viele Schweine und relativ viele Soja-Wirtschaft. Ja, das sind genau die Sachen, die auch in China hergestellt werden, beziehungsweise die aus China billiger produziert, dann in die USA verschifft werden. Von daher war das schon irgendwo auch ein Interesse. Das hat eine Rolle gespielt. Aber der Ukraine-Krieg zum Beispiel, das interessiert kaum jemanden dort. Was aber nicht heißt, dass es nicht am Ende doch irgendwo dann wichtig sein kann. So, das ist das eine. Das heißt, die Leute in den Bundesstaaten gucken erstmal auf sich selbst und gucken gar nicht so sehr nach Washington. Das ist das eine. Der zweite Punkt, was auf dieser großen Ebene passiert, auf dieser großen Schaubühne, da geht es nicht um Fakten. Und das ist egal, ob das Demokraten sind oder Republikaner. Es geht wenig um Fakten, es geht wenig um harte Politik, sondern es geht darum, wer erzählt die bessere Story und bei wem finde ich mich besser wieder. Ich habe das gemerkt, als ich auf dieser Trump-Rally war. Donald Trump kam raus, also es war eine Basketballarena für irgendeine Highschool, knapp 6.000 Plätze. Also wenn bei uns irgendein Gymnasium eine Halle für 6.000 Leute hätte, das wäre großartig, aber da ist das relativ Standard. Knapp 6.000 Plätze. Wir sind in einer ewig langen Schlange da angestanden, waren relativ am Ende und waren nicht ganz klar, kommen wir überhaupt rein oder nicht. Sind dann reingekommen, saßen relativ weit hinten, aber es waren noch viele Plätze frei. Donald Trump kam raus, wurde von frenetischem Jubel empfangen. Der hat erstmal da, also bis der zu seinem Platz gekommen ist, das waren vielleicht 20 Meter, hat er 10 Minuten gebraucht, weil er immer wieder angehalten hat, hat sich feiern lassen, hat jedem zugewunken. Also der hat das wirklich genossen, der liebt diese Aufmerksamkeit. Und dann stellt er sich auf die Bühne, stellt sich ans Podium, ans Mikrofon, fängt an zu reden und lügt, wie gedruckt. Er fragt die Leute, wer will aufstehen? Wer will aufstehen und Platz machen? Wer will sein Ticket abgeben für die, die draußen warten? Die Halle ist randvoll, bis zum letzten Platz gefüllt. Wir haben draußen sogar noch Lautsprecher aufgestellt. Wir haben Fernseher aufgestellt, damit die Leute, die draußen warten und mich sehen wollen, damit die mich auch noch hören und sehen können. Jeder in dieser Halle, der sich einfach nur umgedreht hat, hat gesehen, da sind ganze Blöcke frei. Und wegen draußen warten, Leute. Niemand hat dort gewartet. Wir waren eine der Letzten, die reingekommen sind. Da waren auch keine Lautsprecher, da war auch kein Fernseher aufgestellt, nichts. Der Mann ist auf die Bühne gegangen und hat glatt gelogen. Und es war so offensichtlich, dass es jeder hat sehen können. Es war den Leuten aber völlig egal. Denn es ging um die Stimmung und es ging auch die ganze Rede über, wir sind nach einer Stunde, anderthalb sind wir gegangen, weil er hat dann noch viel, viel länger gemacht. Die Leute wollen das hören, was er ihnen gibt. Und er gibt ihnen vor allen Dingen ein Gefühl. Er gibt den Leuten, Donald Trump gibt den Leuten das Gefühl, dass er sie ernst nimmt, dass sie ernst genommen werden und dass er für sie kämpft. Das mag völlig lächerlich klingen aus unserer Sicht, die wir ihn angucken und ihn zuhören und denken, der Mann ist doch, der hat doch einen Schlag mit der Punisher bekommen. Aber der versteht es, den Leuten ein Gefühl zu geben. Und das ist das, was zählt. Und das machen übrigens die Demokraten genauso. Barack Obama hat das perfektioniert. Barack Obama hat den Leuten Hoffnung gegeben. Er hat ihnen ein Gefühl gegeben. Yes, we can. Na klar, und wir haben uns davon anstecken lassen. Ich weiß, 2002, wann war Obamas erste Wahl? 2008? Oder war es noch früher? Jetzt bin ich mit den Zahlen. Doch, 2008 habe ich gerade Abi gemacht. Ich war großer Obama-Fan. Ich fand das toll, diese Message, yes, we can. Da kommt einer
Und der gibt Hoffnung und der vermittelt Aufbruchsstimmung. Das war toll. Ich habe daran geglaubt. Und genauso ist das jetzt mit den Menschen, die Donald Trump zujubeln. Die glauben dem auch, weil die das Gefühl haben, das muss nicht stimmen. Und wahrscheinlich stimmt es auch nicht. Aber Donald Trump gibt den Leuten das Gefühl, hey, ihr seid abgehängt. Ihr lebt in irgendwelchen Trailerparks und guckt euch da die Elite da in Washington an, die macht sich lächerlich über euch, die erzählt euch dann irgendwelche großen bürokratischen Begriffe und dann gibt sie euch hier noch eine Steuer, die jubelt euch da was unter, wo ihr plötzlich mehr zahlen müsst. Die machen sich über euch lächerlich, die verarschen euch, ihr seid völlig abgehängt. Und Donald Trump sagt denen, jetzt ist Schluss, ich mach's anders. Und ich bin euer Champion, dass ich gegen diese Elite da in Washington kämpfe und alles anders mache und alles besser mache. Die Leute wollen, die wollen ihm das auch glauben. Kann ich gerade da einhaken? Ich habe zwei Dinge zu sagen. Das eine, das ist nochmal was anderes und dann komme ich gerade auf diese Trailerparks und so weiter im Mittelwesten zurück. Diese Show, das ist ein interkulturelles Problem. Dinge, die aus unserer Perspektive heraus, wie zum Beispiel Trumps Verhalten oder auch Kamala Harris etwas überzogenes Verhalten, das ist für uns schon nicht mehr akzeptabel. Das geht über eine Toleranzschwelle hinaus. Aber was bei uns über die Toleranzschwelle hinausgeht, ist in den USA noch lange von der Toleranzschwelle entfernt. Das ist ganz normal. Das ist, wenn wir uns mokieren, sagen wir mal, über die überzogene Gestik von Italienern, dann ist das für die Italiener ganz normal. Für uns ist das etwas, was wir so, dieses Händegefuchtel, um es mal so auszudrücken, ist für uns nicht mehr tolerabel. Ja? Das ist ein interkulturelles Problem. Aber bei Trump ist es dann so stark, dass es auch bei vielen Amerikanern als überzogen ankommt. Aber um nochmal auf deine Sache zurückzukommen, natürlich hat Trump bis zu einem gewissen Grad recht. Im Mittelwesten sind die Leute abgehängt. Die Jobs sind dürftig, hast du ja gesagt. Das Einkommen ist schlecht. Man ist sehr oft abhängig von Medikamenten, von Antidepressiva, von Schlafmitteln. Man spricht von dieser großen Opioid-Crisis, also die Opioide-Krise. Ganze Landstriche hängen an diesen Medikamenten. Fentanyl zum Beispiel, das auch in China hergestellt wird und in Mexiko auch künstlich hergestellt wird. Halbe Dörfer sterben daran, weil sie zu viel davon nehmen. Die Universitäten sind zu teuer. Es gibt nicht die guten Universitäten. Die guten Universitäten sind alle an der Westküste und an der Ostküste. Deswegen spricht man auch von diesen beiden Küsten als die Bi-Coastal Elites, die zwei Küsten-Eliten. Ja, Harvard, Yale, Columbia, Boston College, die sind alle an der Ostküste. Berkeley, Stanford ist an der Westküste. Ja, da ist Bildung. Da ist Liberalität, da ist Progressivität und im Westen, im Mittelwesten hat man eigentlich keinen hohen Bildungsstandard. Man sieht, wie die Jobs verloren gehen. Die Jobs gehen alle in die IT-Industrie Richtung Kalifornien, jetzt auch Richtung Virginia zum Beispiel. Ja? Und dann fühlt man sich im Mittelwesten abgehängt. Du hast diesen Begriff Flyover State auch schon genannt. Man fliegt einfach drüber, da landet keiner mehr. Ja? Da kann man höchstens noch von oben runterschauen und denken, die armen Schweine da unten. Ja? Und da hakt Trump ein und holt da auch seine Stimmen. Ja, wenn man mal guckt, von oben runter, was ist ganz oben? Oregon, im Westen Oregon, Washington, Kalifornien, die ganze Westküste ist alles knochenhart demokratisch, also blau. Ja, der ganze oder fast der ganze Osten, die ganze Ostküste ist ebenso demokratisch. Und dann im Mittelwesten häuft sich halt der rote Ballon,
Und da heißt es noch, es gibt noch einen blauen, eine blaue Mauer, the blue wall, aber die ist bei den letzten Wahlen in sich zusammengebrochen und man hat eben für Trump gestimmt. Ja? Und mit Biden wäre das jetzt auch wieder so passiert. Ja? Die katastrophale Performance von Biden in der Diskussion mit Trump, das war selbst, Biden wackelt ja so ein bisschen, wenn er geht, sehr steif, es fällt schon auf. Und selbst für Biden war es ein katastrophaler Abend. Ja? Und dann wären sicherlich die letzten Bundesstaaten im Mittelwesten auch noch gefallen, die sogenannten Swing States, die mal so wählen und mal so. Und jetzt mit Kamala Harris herrscht eine ganz andere Atmosphäre, eine Joy, es wird jetzt immer von Joy gesprochen, von Freude. Ja? Aber vielleicht können wir noch mal, das war so einiges, was Sie dann auch gesagt haben. Ja, ja, Sie haben absolut recht. Sie haben absolut recht. Es wird gelogen wie gedruckt von allen Seiten. Das Problem allerdings ist, dass die Leute, die wollen Fakten gar nicht hören. Es geht bei diesen Rallyes und es geht auch bei der Wahl, es wird nicht um Fakten gehen. Und tatsächlich, wenn man auch mal unsere Wahlen anguckt, die wenigsten Leute lesen sich ein Wahlprogramm durch, gucken, was entspricht meinen Interessen am ehesten, wo bin ich am besten repräsentiert, faktisch, und machen danach ihr Kreuz. Ich will jetzt gar nicht fragen, wer ein Wahlprogramm gelesen hat. Ich habe selbst noch nie eins komplett durchgelesen. Ich habe mich mehrmals dran versucht, ich habe es nicht geschafft. Es sind oft emotionale Entscheidungen, bewusst oder unbewusst. Und dann gewinnt die bessere Story. Ein Beispiel dafür, im Wahlkampf zwischen Trump und Hillary Clinton, hat das Team von Hillary Clinton, das Wahlkampfteam, versucht, den besten Slogan zu finden. Trump hatte seinen Make America Great Again. Super, funktioniert, ist eine geniale Geschichte. Amerika war mal groß, es ist runtergekommen nach Obama. Wir machen es wieder groß. Geniale Geschichte. 4 Worte, funktioniert super. Das Team von Hillary Clinton hat sich hingesetzt, die haben Zielgruppenanalysen gemacht, die haben nach Wörtern gesucht, haben so eine Wortcloud gemacht, was sind die besten Wörter, was hat die stärkste Resonanz bei unseren Wählerinnen und Wählern, was kommt am besten an, welche Wörter können wir wie zusammenstellen, dass es am besten funktioniert. Die hatten am Ende, glaube ich, 83 verschiedene Slogans. Völlig irre. Und haben die dann getestet, was funktioniert am besten. Und am Ende kamen sie stronger together. Wow. Besser zusammen, stärker zusammen. Also da ist nichts dahinter. Das mag auf dem Papier faktisch gesehen der beste Slogan gewesen sein, der am stärksten mit der Testzielgruppe die höchste Resonanz hatte. Aber da ist nichts drin, da ist keine Emotion drin, da ist keine Geschichte dahinter, das bewegt die Leute nicht. Das hat nicht funktioniert. Und deswegen funktionieren zum Beispiel auch diese ganzen Faktenchecks bei Donald Trump nicht. Ich habe das im Laufe dieser Rallye beobachten können. Trump hat sein Programm runtergerattert, das ist übrigens alles geskriptet. Der hat da Teleprompter, das ist alles geskriptet. Das war so quasi das Best-of, was Sie auch auf YouTube finden von Donald Trump. Da ist nichts dem Zufall überlassen. Ab und zu weicht er mal so ein bisschen ab, aber das Gros ist geskriptet von diesen Rallyes, interessanterweise. Drei, vier Mal hat er dann versucht, tatsächlich auch über Politik zu sprechen. Er hat einmal über Abtreibung gesprochen, er hat einmal über die Wirtschaft gesprochen, einmal, ich weiß gar nicht mehr, was das dritte war. Und jedes Mal, wenn er über Politik gesprochen hat und über harte Fakten gesprochen hat, hat man gemerkt, dass die Halle plötzlich still wird. Die Leute haben abgeschaltet. Das war denen entweder zu hoch, es hat sie nicht interessiert oder die haben nichts wirklich damit anfangen können, die waren nicht mehr dabei und dann kam er wieder an mit seinem Crooked Joe und dann haben alle wieder gejubelt. Das ist völlig irre. Es geht rein um Emotionen, die Leute wollen die Fakten gar nicht. Und deswegen funktioniert auch diese ganzen Faktenchecks, die bei CNN dann gemacht wird, wo dann direkt danach analysiert wird, also Trump hat das und das und das und das gesagt und das ist deswegen falsch, das ist deswegen nicht richtig, das stimmt nicht. Glauben Sie, dass sich das irgendjemand merkt? Wir wissen, dass Donald Trump lügt. Die Leute wissen, dass Donald Trump lügt. Die wissen auch, dass das nicht alles stimmt, was der sagt. Das ist aber nicht der Punkt. Und genau deswegen funktionieren diese Faktenchecks nicht, weil das nicht der Punkt ist. Der Punkt ist, Donald Trump gibt den Leuten ein Gefühl und er gibt denen, die abgehängt sind,
die eben nicht drei Jobs haben, sondern die vielleicht einen Job haben oder zwei Jobs haben und damit gerade über die Runden kommen, die in so einem elenden Trailerpark leben, was wirklich nicht schön ist. Und die sehen, okay, in Washington, ja, die reichen sich hier von A nach B die Hände, die blasen die Bürokratie auf noch und nöcher und wir sitzen hier in der Pampa und haben nichts und niemand macht wirklich was und stattdessen wird dann Geld in die Ukraine geschickt oder es werden irgendwelche Migranten, denen wird geholfen oder es wird um dritte Toiletten diskutiert. Und die Leute sagen, sag mal, hallo, uns geht's schlecht, wir sind Amerikaner, uns geht's schlecht und wer kümmert sich um uns? Ja, dann kommt Donald Trump, den kennen die aus dem Fernsehen, den kennen die als Showman, den kennen die als Dealmacher. Egal, ob der gut ist oder nicht. Ich bin kein Donald Trump-Fan. Der hat das Image als Dealmacher. Als wir zu der Rally gefahren sind, haben wir uns mit unserem Taxifahrer unterhalten und haben den auch gefragt, was er denn gewählt hat. Und er hat uns frei raus erzählt, er hat zweimal Donald Trump gewählt. Ich habe gefragt, wo er herkommt. Er ist eigentlich gebürtig aus der Dominikanischen Republik. Ist aber auch so, weil er Verwandte hat, so halb in New York aufgewachsen, pendelt immer wieder hin und her, schickt auch Geld in die Dominikanische Republik, aber er hat zweimal Donald Trump gewählt. Warum denn? Der ist doch gegen Immigranten. Du bist doch genau auf seiner Abschussliste. Ja, nee, 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 nee. Ich bin ja hier, ich habe einen amerikanischen Pass, ich bin Amerikaner, ich arbeite hart und Donald Trump ist ein Dealmaker. Und am Ende des Tages ist wichtig, was ich in meinem Geldbeutel habe. Da vertraue ich Donald Trump. Es ist völlig egal, ob es stimmt oder nicht, aber er gibt ihm das Gefühl, dass es stimmt. Und das ist wichtig. Das ist für die Leute wichtig. Und das ist nicht zu unterschätzen. Man kann sich darüber aufregen. Und man kann zu Recht schimpfen darüber, dass gelogen wird und dass die nur auf Emotionen setzen. Aber es funktioniert. Und das sollte man nicht unterschätzen, egal bei wem. Das gilt genauso auch für Kamala Harris oder für Joe Biden oder für wen auch immer. Ich habe ja vorhin gesagt, Barack Obama war genauso einer, der nur auf Emotionen gesetzt hat. Oder sehr viel auf Emotionen gesetzt hat. Auch gewisse narzisstische Züge hatte. Das merkt man ihm heute noch an. Ja, absolut. Also hat das schon genossen. Ja. Auch an eine weitere Tatsache, dass es nicht um Fakten geht, sondern eher um Emotionen ist, dass die christlichen Fundamentalisten Trump geradezu als eine Wiedergeburt feiern. Ja. Trump ist moralisch bankrott, ja, ein Lügner, ein Wirtschaftsverbrecher, ein Defraudant erster Ordnung. Frauenverachter. Da wollte ich jetzt gerade noch drauf kommen. Aber er wird von den christlichen Fundamentalisten verehrt. Es wird oft gesagt, er ist von Gott auserwählt. Ja? Dieser Auserwähltheitsgedanke, der ist natürlich schon bei den ersten Auswanderern auf der Mayflower 1620 mitgefahren. Das ist klar, aber Trump wird als eine Verkörperung dieses Auserwähltheitsgedankens gesehen. Ja, das ist nicht zu unterschätzen. Ja. Und also Donald Trump hat es ja auch mittlerweile tatsächlich geschafft, die Republikaner wirklich hinter sich zu vereinen. Also seine Basis, vorhin wird es ja schon gesagt, also seine Basis ist mittlerweile so stark, dass alle Kandidaten oder alle Republikaner, die doch in der ersten Amtszeit tatsächlich auch öffentlich sich gegen ihn gestellt hat, mittlerweile ruhig sind, weil sie Angst vor der Basis von Donald Trump haben, vor seinen Anhängern. Er ist so stark geworden, dass bei der letzten Convention, kurz nach dem Attentat auf ihn, normalerweise ist bei den Republikanern die größte und höchste Figur Ronald Reagan. Alle verehren und vergöttern Ronald Reagan bei den Republikanern. Das ist ihr großer Held der letzten Jahre. Bei der letzten Convention hat niemand mehr über Ronald Reagan gesprochen. Es war nur noch Trump. Trump ist der neue Held. Er ist die neue republikanische Party. Und gerade nach dem Attentat war das ja auf dem Hoch. Also ich habe mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, es war fast, und da sind wir wieder bei diesem Christlichen, es war fast wie ein Gottesdienst. Auf dieser Convention. Also die waren so, da ist unser Heilsbringer, wir haben das Ding in der Tasche, der alte Biden, da macht es nicht mehr, der bringt nichts mehr, jetzt war das Attentat, Trump hat es geschafft, dann dieses ikonische Foto, wo er da steht mit der Fahne hinten dran und nach dem Angriff, nach den drei Schüssen dann noch Fight, Fight ruft, also wirklich ein ikonisches Foto. Darüber redet heute niemand mehr darüber, aber zu diesem Zeitpunkt war Trump auf dem Höhepunkt und die Republikanische Party war hinter ihm gestanden, geschlossen. Da war niemand mehr, der irgendwo ausgeschert ist oder sich getraut hat, auszuscheren. Ob das so bleibt,
Jetzt, wenn er die Wahl verliert, ist nochmal was anderes. Wahrscheinlich wird sich das auch nochmal extrem drehen, aber die Frage ist halt, in welche Richtung. Und da wird es auch nochmal Lagerkämpfe geben. Aber bis dahin standen die alle hinter Trump und er ist der neue Heilsbringer. Das ist genau das. Ich darf vielleicht auch mal ganz kurz was gegen die Demokraten sagen. Ja? Die Demokraten sind weit weniger uniform. Da gibt es eine viel breitere Bandbreite von Haltungen, von ganz links bis zu relativ konservativ rechts, sehr, sehr moderat. Die berühmte New Yorker Abgeordnete, die AOC, Alexandra Ocasio-Cortez, sehr links, eine Figur der sogenannten Squad, eine Vierergruppe. Eine der Vierergruppe wird jetzt nicht mehr zur Wahl antreten dürfen, weil es die Primaries verloren hat. Okay. Ja? Aber das ist eine Gruppe von, in Deutschland würde man sagen, Frauen mit Migrationshintergrund, die es aber durchaus geschafft haben, ins Repräsentantenhaus zu kommen, um dort relativ erfolgreich zu sein. Ja, es gibt Bernie Sanders, der ist kein Demokrat, ist ein Unabhängiger, aber der stimmt immer mit den Demokraten, wird auch weithin als Mitglied der Demokratischen Partei gesehen, ganz links, der immer interessanterweise Deutschland als Vorbild hinhält, weil wir Universitäten haben, die nichts kosten, weil wir ein fantastisches Krankensystem haben oder eher Gesundheitssystem. Und natürlich damit nicht durchkommt und dann natürlich wunderbar angreifbar ist als Sozialist, als Kommunist. Trump sagt das ja jeden Tag. Und Harris, der neue Star der Demokratischen Partei, wird auch dementsprechend in diese linke Ecke gestellt, weil sie aus San Francisco kommt. Das liberale San Francisco, das liberale Kalifornien, wo alles geht, wo die LGBTQ2S-Plus-Gesellschaft, also Schwule, Lesben, 2S sind Two Souls, zwei Seelen, die Native Americans erheben den Anspruch, zwei Seelen zu haben und das kommt natürlich dann auch in dieser langen Buchstabenzusammenstellung mit vor. Da in Kalifornien geht eben alles und natürlich ist es so, dass man in der Demokratischen Partei sich mit Problemen herumschlägt, die man im Mittelwesten einfach nicht hat. Das ist genau wie wenn Sie in Deutschland anfangen zu diskutieren über das Gendern. Ja? Da gibt es gleich geradezu gewaltsame Reaktionen. Ja? Die Demokratische Partei diskutiert endlos über Woke. Ja? Und das ist sofort angreifbar von den Republikanern. Woke ist eine Ableitung von I'm awake, ich bin wach. Das heißt, ich weiß, dass die weiße Bevölkerung in den Staaten Schuld auf sich geladen hat wegen der Sklaverei, wegen des Rassismus, der heute noch ganz virulent ist. Manche Demokraten oder manche extreme Wokler entschuldigen sich sogar dafür, dass sie weiß sind. Ja? Und das, den Mittelwesten könnte das überhaupt nicht interessieren. Die verstehen gar nicht, worum es geht. Ja? Die haben einfach andere Probleme. Ja? Also Woke ist jetzt nur ein Extrembeispiel. Da gibt es noch viel mehr über vor allen Dingen, wenn es um Rassismus geht, wenn es um Gleichberechtigung geht. Und deswegen wird Kamala Harris von Trump auch als DEI-Person klassifiziert. Das heißt Diversity, Equality und Inclusion. Also sie ist eine, wie sagt man denn auf Deutsch, eine Quotenfrau. Ja? Eine Quotenfrau, ne? Für die Diversität, für die Gleichheit und für die Inklusion. Ja? Da spricht natürlich ein gewisses Maß an Rassismus draus von Trump. Das ist ja nicht zum ersten Mal, dass er solche rassistischen Äußerungen macht. Und er hat ja in einer Diskussion interessanterweise vor dem Kongress der schwarzen amerikanischen Journalisten gesagt, ich habe bisher Kamala Harris
verballhornt den Namen Kamala ganz bewusst. Kamabla, sagt er eben bla bla bla, Kamabla und so weiter. Manchmal behauptet er, er könnte den Nachnamen Harris noch nicht mal aussprechen. Und er sagte eben, bisher habe ich eigentlich immer gedacht, Kamala Harris sei indisch-jamaikanisch, ja? Indisch-karibisch. Und plötzlich wird sie schwarz. Ja? Was vollkommen klar war, das ist vollkommen bekannt, wo sie herkommt. Sie hat an der Howard University studiert, das ist eine schwarze Universität. Es ist einfach bekannt. Aber man kann ja mal so tun als begnadeter Populist, als wisse man das nicht. Und plötzlich wird sie schwarz. Was soll ich denn jetzt damit anfangen? Ja? Also da kommen ständig solche unterschwelligen Populismen raus, unterschwellige Rassismen, die dann gegen Kamala Harris vorgebracht werden. Ja. Aber die Demokraten beschäftigen sich mit Themen, die im Mittelwesten oder allgemein bei den Republikanern einfach auf vollkommenes Unverständnis stoßen. Na, höchst akademische Themen, mit denen man nichts anfangen kann. Ja. Ich gehe mal davon aus, deswegen hat Kamala Harris auch den Tim Walz aus dem Mittleren Westen sich als Vizepräsidentenkandidaten geholt. Und was man bisher gesehen hat, hat er Dad Appeal. Also er kommt so wie der Papa rüber. Ne? Er war Highschool Football Coach an der Highschool, der Traum jedes amerikanischen Mannes. Ja? Er macht gute Witze. Die Witze sind besser als die von Trump, das muss man ihm lassen. Er sagte, wie jeder, ich komme ja den ganzen Tag mit meinen Leuten da im Mittelwesten zusammen und halt wie jeder meiner Bekannten aus dem Mittelwesten hat J.D. Vance in Yale studiert. Was Yale ist eine der Elite-Universitäten. Da ist auch die Obamas auch. Also genau, und Tim Walz wird als Minnesota nice. Also die Leute in Minnesota werden als besonders höflich zuvorkommend und nett. Also wenn man, es ist überall in den USA so, man kann auf jeden zugehen und die Leute fangen sofort an, sich mit einem zu unterhalten. Wenn man das in New York macht, kann das natürlich dazu führen, dass wenn man irgendwie die Leute falsch anspricht, dass sie dann anblaffen. Die New Yorker sind dann ein bisschen ruppiger. In Iowa ist das dann immer, wie gesagt, die zweite Frage, what the fuck you doing in Iowa? Und in Minnesota, die sind so höflich und so zuvorkommend, die laden einen sofort zum Essen nach Hause. Also die nehmen einen sofort bei der Hand und bringen nach Hause und stellen einen der Familie vor, das ist das Minnesota nice. Und Tim Walz ist genau das. Und, was du angesprochen hast, dieses Wokeness und Kamala Harris in eine Ecke zu stellen, da sind wir jetzt in der aktuellen Situation, ja, wir haben Biden nicht mehr und Trump versucht jetzt irgendwie mit dieser Situation klarzukommen. Und wenn Sie sich mal durch die Nachrichten der letzten Wochen schlagen, werden Sie ganz viele Meldungen finden, nicht nur hier in Deutschland, übrigens auch vor allen Dingen auch in den USA. Das waren die drei schlimmsten Wochen in Trumps Wahlkampf, die er jemals hatte, weil er keine Ahnung hatte, wie er auf den Rücktritt Joe Bidens reagieren sollte. Null. Er hatte keine Antwort darauf. Er war völlig überrumpelt, dass er tatsächlich das macht, was Trump die ganze Zeit ruft. Also irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, Trump ist wie so ein Schläger oder ein Bulli auf dem Schulhof, der einen die ganze Zeit ärgert. Gib mir dein Pausenbrot. Und wenn man da hingeht und sagt, hier ist mein Pausenbrot, dann weiß er plötzlich nicht mehr, was er machen soll. Weil dann hat er ja das, was er will. Und jetzt steht er da. Also so ungefähr war das und Trump versucht jetzt irgendwas zu machen, aber es funktioniert nicht. Und zwar funktioniert es deshalb nicht, zum einen, weil seine komplette Kampagne auf Biden ausgelegt war. Das heißt, es kann er jetzt alles in die Tonne treten, er kann jetzt keine alte Mann-Witze mehr machen, weil jetzt ist er der alte Mann. Und Kamala Harris ist ein völlig unbeschriebenes Blatt. Ja, wir wissen, sie ist schwarz, wir wissen, sie ist aus Kalifornien, ja, sie ist relativ progressiv und ja, sie ist eine Demokratin, wir wissen, was sie gemacht hat. Aber sie war als Vizepräsidentin, ist sie derart unterm Radar geflogen und ist nicht aufgetaucht, weil Biden sie auch ein bisschen runtergedrückt hat, also der hat sie gar nicht vorkommen lassen. Die ist ein unbeschriebenes Blatt. Es weiß auch tatsächlich niemand so genau, warum sie jetzt plötzlich die Kandidatin ist, die so gefeiert wird. Das war im Prinzip ein gewissermaßen Selbstläufer.
Biden ist zurückgetreten und alle waren überrascht, auch in der eigenen Partei. Und dann war die Frage, ja, wer macht es denn jetzt? Biden hat zwar gesagt, okay, meine Vizepräsidentin soll es machen, aber da waren erstmal auch in den Medien ganz viele andere Namen noch drin. Shapiro, wie sie alle heißen, vielleicht sogar Michelle Obama. Also es sind ganz viele Namen genannt worden und Und die Frage auch, okay, wie wählt man die jetzt aus? Müssen wir jetzt einen Parteitag einberufen? Müssen wir nochmal dieses ganze Prozedere durchmachen? Dann kamen plötzlich ein paar Spender und die haben gesagt, ja, nee, wir setzen aber weiterhin auf dieses Ticket in Harris. Wir streichen einfach den Biden und wir geben unser Geld weiterhin der Harris. Das ist A, am einfachsten, weil das sind dieselben Organisationen, die für dieses Ticket Spenden einsammeln. Das heißt, es ist rechtlich der einfachste Weg. Und wir wollen das. Und dann kam plötzlich immer mehr. Und dann kam immer mehr. Und dann hat jeder auch darauf gewartet, okay, was machen denn die Großen? Was macht zum Beispiel Obama? Der hat sich ganz lange Zeit gelassen. Weil der wollte eigentlich ein offenes Rennen, bis er dann 2 Wochen später gesagt hat, nee, ich mach doch auch Harris. Das hat sich tatsächlich in einer gewissen Art und Weise verselbstständigt. Das war nicht von vornherein klar, dass Harris jetzt die große Kandidatin wird. Weil die auch gemerkt haben, hey, das funktioniert. Und das funktioniert nicht deshalb, weil Harris gut ist. Die hatte miese Umfragewerte. Die hatte, glaube ich, Umfragewerte, nur 30% fanden die gut. Das ist unterirdisch in den USA. Ich glaube, Biden und Trump sind immer so bei 46, 47 Punkten gewesen. Die hatte nur 30. Niemand wusste, was die macht. Niemand wusste, was für Punkte die überhaupt in ihrer Amtszeit durchgesetzt hatte. Die war völlig unbekannt, die war völlig unbeliebt. Und jetzt ist die plötzlich die Heilsbringerin. Was total faszinierend ist, aber vor allen Dingen deshalb, um den Punkt zu Ende zu bringen, weil sie eben genau nichts macht. Sie ist nicht Trump. Das ist der einzige Punkt. Sie ist nicht Trump. Und das Einzige, was man sagen kann, ist, was sie ist Anwältin und er ist der Kriminelle. Das ist der einzige Punkt. Sonst hat die nichts vorzuweisen. Das Problem ist, und es funktioniert, dass sie ein unbeschriebenes Blatt ist, weil es gibt nämlich in den Umfragen auch immer mal wieder die Frage, würden Sie Donald Trump wählen oder einen Demokraten? Oder umgekehrt, würden Sie Joe Biden wählen oder einen Republikaner? Wo dann der Kandidat mit Namen gegen dieses No-Name-Demokrat oder Republikaner gesetzt wird. Diesen Umfragen ist immer der No-Name, also dieses generische Demokrat oder generische Republikaner, schneidet immer besser ab als der mit Namen. Weil der mit Namen wird zwar zum Teil, hat positive Eigenschaften, hat aber auch immer negative Eigenschaften. Und dieses generische, einen Republikaner oder einen Demokraten, funktioniert immer besser. Und im Moment ist Kamala Harris eine Demokratin. Weil die hat nichts. Die hat kein Programm. Die hat nichts Genaues, was sie will, was sie sagt. Die sagt nicht, was sie besser macht oder was sie schlechter macht. Die ist im Moment noch ein unbeschriebenes Blatt. Im Moment hilft ihr das. Aber wenn sie sich nicht einem Profil zulegt, wird ihr eines zugeschrieben. Das ist die Gefahr, die darin besteht. Du wolltest es noch ergänzen. Ja, Trump muss erstmal Harris definieren. Ja, das war mit Biden relativ einfach. Das war Sleepy Joe. Ja. Der alte Joe. Und mit Harris hat er da noch keine Einfälle. Auch Trump hat ja selbst immer wieder geschlafen. Bei seinen Verhandlungen ist er eingeschlafen. Aber das ist egal. Sleepy Joe. Ja? Ich finde es relativ geschickt von Harris, jetzt erstmal nicht konkret zu werden. Denn sie reitet auf einer enormen Welle von Sympathie. Dann kommt nächste oder übernächste Woche der Demokratische Parteitag, dann geht es nochmal ganz hoch her, dann haben wir wieder die päpstliche Inauguration, das ist genau wie bei den Republikanern so, und dann muss sie dann vielleicht, wenn das wieder abflacht, da muss sie dann konkreter werden, ja. Denn sie muss versuchen, die nächsten, sind jetzt glaube ich noch 85 Tage, die nächsten 85 Tage in irgendeiner Weise interessant zu bleiben. Ja? Und nach 3, 4 Wochen muss sie dann schon konkret werden mit einem Wirtschaftsprogramm, mit einem sozialen Programm, vielleicht auch mit Vorschlägen, was die Grenze angeht, denn das wird ja von Trump auch ständig wiedergekäut.
Was ist mit der berühmten Mauer? Was sind die illegalen Einwanderer? Ich habe das gestern noch mal nachgeschlagen. Also die Grenze wird im Jahr von hin und zurück von 380 Millionen Menschen überquert. Ja, also nicht illegal, das wäre doch ein bisschen viel, aber eben zur Arbeit, zu Besuch und so weiter. Ja. Ein unbeschriebenes Blatt, das ist aber auch ganz typisch für eine Vizepräsidentin. Ihre Aufgabe ist es, keine Fehler zu machen und zu warten. Ja. Stirbt er oder stirbt er nicht? Wird er erschossen? Wird er nicht erschossen? Ja. Es gab genug Beispiele, ne? Kennedy und Johnson. Ja. Johnson war auch nicht unbedingt jetzt bekannt. Er wurde dann eben von einer Minute zur anderen zum Präsidenten befördert, im Flugzeug. Ja. Und wenn man sich so anguckt, Pence als Vizepräsident von Trump war jetzt auch nicht unbedingt eine große Marke. Es war eher ein Trump-Imitator. Da gibt es dieses virale Video, wo Trump trinkt ja nur Cola, wo Trump seinen Cola vom Tisch nimmt und stellt es runter. 5 Sekunden später macht Pence ganz genau das Gleiche. Ja? Es ist offensichtlich ein Druck, ihn zu imitieren. Ja? Andere Vizepräsidenten sind auch nicht aufgetreten. Ja? Ich glaube, der letzte Vizepräsident, der richtig aufgetreten ist, das war Dick Cheney, der Bush. Und der wurde sehr dafür kritisiert, dass er Bush quasi als Präsident vor sich hertreibt. Ja? Alle anderen, auch Al Gore hat seine Umweltbewegung erst nach der verlorenen Wahl entdeckt. Ja? Also da kann man jetzt Harris nicht unbedingt einen Strick draus drehen. Man kann ihr von Trumps Seite aus natürlich den Vorwurf machen, sie hat nichts drauf. Ja? Aber es war nicht ihre Aufgabe. Ja. Das kommt jetzt wahrscheinlich langsam, wenn die dann tatsächlich Themen angegangen werden, dass sie dann zum Beispiel gesagt hat, okay, wenn ich an meinem ersten Tag im Amt als Präsidentin werde ich XY machen und die Leute sagen, Moment mal, du bist doch Vizepräsident, du sitzt doch da schon im Weißen Haus. Warum machst du das nicht jetzt schon? Also die Kritik, die kommt jetzt langsam und da muss sie sich dann drauf einstellen. Aber im Moment, wie gesagt, dadurch, dass sie eben eine Non-Entität ist, fährt sie im Moment ganz gut. Wie lange, das wird sich eben zeigen. Und was man aussieht, was ich auch interessant fand, das hat was mit dieser Frage der Emotionalität zu tun, auch des Storytellings in der amerikanischen Politik. Was Trump beherrscht hat, war das sogenannte Framing. Also Personen in ein bestimmtes Licht zu rücken. Und zwar hat er das immer relativ einfach gemacht, eben mit diesem Sleepy Joe, Crooked Hillary. Es gibt eine eigene Wikipedia-Seite, nur für diese Namen, die Trump irgendwelchen Leuten gegeben hat. Das ist völlig irre. Kann man wirklich mal einfach suchen, googeln, findet man eine ganze Wikipedia-Seite. Und das hat er natürlich auch versucht bei Kamala Harris sofort. Und den ersten Namen, den er erfunden hatte, war Laughing Kamala. Also die lachende Kamala, weil die halt immer viel gelacht hat. Nur, was er nicht verstanden hat, seine bisherigen Adjektive, die er Personen gegeben haben, die waren immer negativ. Und die haben die Leute immer herabgewürdigt, erniedrigt, kleiner gemacht. Lachen ist nicht negativ. Lachen ist was Positives. Das ist voll nach hinten losgegangen. Im Gegenzug kam dann Tim Walz, noch bevor er Vizepräsident-Kandidat wurde, und hat Trump plötzlich als weird bezeichnet. Das heißt, die haben dieses Framing umgedreht und jetzt sind die, und das ist auch in allen Fernsehsendern, in allen Nachrichten, sind Trump und die Republikaner sind plötzlich die Weirdos, die Verrückten, die Seltsamen, die Komischen. Und das Schöne an diesem englischen Begriff weird, der ist gar nicht so negativ, der ist einfach nur so, ja, ist schon ein bisschen seltsam. Ein bisschen abgefahren. Ne? Ein bisschen abgefahren. Das ist nicht per se negativ. Da kann man jetzt auch niemand, kann er jetzt auch nicht sagen, so, ey, hör auf, mich zu beleidigen, weil das ist keine Beleidigung per se. Aber es ist auch nicht gut. Also wenn sie als weird bezeichnet werden, das ist nicht, dann sollten sie drüber nachdenken, was sie gesagt haben oder was sie tragen. Also es ist nicht gut, aber es ist auch nicht per se eine Beleidigung. Aber es funktioniert. Das heißt, die Demokraten haben es im Moment geschafft, so ein bisschen das Spiel umzudrehen. Und jetzt sind sie es, die Republikaner vor sich hertreiben.
was bisher immer so war, Trump hat alle vor sich hergetrieben. Alle haben geguckt, was macht Trump. Und das ist auch das Narrativ, das gefahren wird. Und das hat aufgehört. Ich weiß nicht, ob er es schafft, nochmal rumzureißen. Ich traue es ihm zu, weil er ist geschickt. Er weiß, wie man mit einer Menge spielt. Er weiß auch, welche Themen er nicht angehen muss. Ich weiß nicht, heute Morgen hat er mit Elon Musk dieses Interview auf Twitter gegeben. Jetzt ist er plötzlich wieder auf Twitter. Also er versucht alles und hat dann auch mit Musk dann gemerkt, dass sie zumindest beim Thema Klimaschutz auf ganz unterschiedlichen Wegen sind. Trump ist Verfechter von Öl und Gas. Und Musk natürlich mit Tesla ersetzt auch auf erneuerbare Energien. Und da sind sie schon anderweitig. Aber da weiß Trump auch, okay, ich hab meine Wählerschaft und meine Leute und da weiß ich schon, was ich denen erzählen muss und was auch gar nicht funktioniert, wo ich die Leute auch vergraule. Also da ist er schon schlau. Da ist Trump nicht zu unterschätzen, aber ja, mal sehen. Und ansonsten kommt es bei der Wahl gar nicht auf alle Amerikaner an, sondern was ich jetzt gehört habe, die Republikaner, das Wahlkampfteam, die konzentrieren sich auf 11% der Wählerschaft. 11%, die sie als sogenannte Persuadables, also Überzeugbare, bezeichnen und die sie vielleicht gewinnen können und die den Ausschlag geben können. Und das sind auch gar nicht mal irgendwie 11% über ganz Amerika verteilt, sondern das sind 3 Swing States. Mhm. Also eigentlich wird nur in 3 Swing States Wahlkampf gemacht und da geht es nur um 11% der Wählerschaft. Überlegen Sie sich mal, wenn in Deutschland Bundestagswahlkampf wäre und alles hing am Saarland ab. Und der gesamte Bundestagswahlkampf würde im Saarland stattfinden, weil alle wüssten, wenn ich die Saarländer überzeuge, ja, dann werde ich Kanzler. Ja. So ungefähr ist das. Also nicht ist es nicht, aber so ist der amerikanische Wahlkampf. Es hat natürlich was zu tun mit dem ausgebufften amerikanischen Wahlsystem. Ja, das passiert ja jetzt oder ist jetzt zum 4. Mal, glaube ich, passiert oder sogar 5. Mal, dass der Sieger in den Wahlen nicht Präsident wurde. Man fragt sich eigentlich, warum? Also ja, Sieger, der mit den meisten, Stimmen. Genau, die sogenannte Popular Vote. Ja. Al Gore, den ich vorhin erwähnt habe, der hat die Wahl mit den meisten Stimmen landesweit gewonnen, hat aber dann Florida verloren, nachdem 5-mal nachgezählt wurde und schlussendlich der oberste Gerichtshof gesagt hat, jetzt ist mal gut, wir sagen, Bush hat Florida gewonnen. Ja? Interessanterweise war Bushs Bruder Gouverneur von Florida. Ja? Also, Al Gore hat dann verloren. Das hat was damit zu tun, dass zwischen der Popular Vote und der Präsidentschaft noch das berühmte Electoral College, das Wahldelegiertengremium, geschaltet ist. Das ist sicherlich darauf zurückzuführen, dass die Gründerväter von Anfang an dem Volk nicht so ganz zugetraut haben, dass sie die richtige Wahl treffen. Ja. Man hat dann auch gesagt, wir wollen vermeiden, dass ein Bundesstaat zu viel Macht erlangt. Das war damals zum Beispiel Virginia. Von den ersten 5 Präsidenten waren 4 aus Virginia. Man hat dann gesagt, okay, wir allokieren dann Wahldelegierte zu den einzelnen Bundesstaaten, je nach Größe der Bevölkerung. Ja? Sodass dann Wyoming, wo niemand wohnt, Wyoming ist leer, die haben nur 3 Wahldelegierte. Ich sage immer Wahldelegierte, weil es dürfen jetzt auch Frauen wählen. Ja? Und man hört immer wieder mal Wahlmänner, aber es sind auch Frauen dabei, Wahldelegierte. Kalifornien mit 36 Millionen Einwohnern hat immerhin 53 oder 55 Wahldelegierte. Also das ist schon eine Macht. Ja? Sodass man immer schauen muss, wo hole ich denn meine Wahldelegierten her? Ja, die Demokraten wissen, Kalifornien, die 53, die haben wir sicher. Ja. Florida, das haben wir nicht sicher. Pennsylvania, haben wir nicht sicher. Ja. Michigan,
Das ist auch nicht so sicher. Ne? Trump hat die Wahl bei seiner Präsidentschaftswahl, hat er, als er Präsident wurde, hat die Wahl in Michigan, wo doch immerhin so etwa 3 Millionen Wähler wählen, hat die Wahl mit 11.000 Stimmen Vorsprung nur gewonnen. Aber da es immer darum geht, Mehrheitswahlrecht, hat er alle, ich meine alle 16 Wahldelegierten bekommen. The winner takes it all. Was, also der Sieger kriegt alles. Was natürlich dann als ungerecht empfunden wird. Ja? Das ist Teil der Verfassung, also wird es wahrscheinlich nie und nimmer abgeschafft. Und dann heißt es eben, okay, wir müssen mal schauen, welcher Bundesstaat wählt denn manchmal so, welcher Bundesstaat wählt manchmal so, wie viele Wahlmänner sind denn da zu holen? Ja? Gehe ich überhaupt nach Alaska, 3 Wahldelegierte? Gehe ich nach Wyoming, 3 Wahldelegierte? Ja? Montana? Montana hat jetzt 4 Wahldelegierte. Da sind viele Leute hingezogen, vielleicht wegen des Frackings oder so. Da ist die, blüht die Industrie. Dann haben die mehr Einwohner, also haben die einen Wahldelegierten, das heißt, einen Wahldelegierten dazu bekommen. Das heißt, die haben immerhin ihre 2 Senatoren, jeder Bundesstaat hat 2 Senatoren und inzwischen hat Montana dann 2 Repräsentanten im Repräsentantenhaus. Die Repräsentanten werden vergeben aufgrund der Größe der Einwohnerzahl eines Bundesstaates. Also jetzt 4. Wyoming hat immer nur 3, Hawaii hat 3, Alaska hat 3. Da mache ich doch keinen Wahlkampf. Da gebe ich doch das Geld nicht aus. Da hole ich mir Michigan, da hole ich mir Pennsylvania, Florida. Ja? Da gucke ich, wo wackelt es denn? Ja? Und da gebe ich meine Millionen aus. Bis zu einer knappen Milliarde gebe ich da aus. Ja? Harris hat jetzt im Juli 320 Millionen an Spenden eingenommen. Und die wird sie auch verbraten. Ja? Das ist klar. Ja. Aber ich wollte noch zu Harris ganz kurz was sagen. Man darf nicht vergessen, Harris kommt aus Kalifornien, ja, der größte Bundesstaat, was Einwohner angeht. Ne? Texas ist größer, Alaska ist weit größer, Alaska ist circa 4,5 Mal so groß wie Deutschland, da wohnt aber keiner. Kalifornien hat circa 35, 36 Millionen Einwohner und Harris ist da zum Attorney General gewählt worden, also bundesstaatenweit, also zur Generalstaatsanwältin und ist dann auch mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt worden. Ist natürlich demokratisch in Kalifornien, wenn man Demokrat ist, wird man gewählt, komme was wolle. Ja? Und sie ist dann auch, und das ist schon ein bisschen schwieriger. Außer Arnold Schwarzenegger. Außer Schwarzenegger. Ja, das war natürlich, man muss mal ein Schauspieler sein, wie Reagan. Ja? Genau. Jetzt hast du mich aufs Konzept gebracht. Ja. Sie ist immerhin als Senatorin auch gewählt worden. Und jeder Bundesstaat, die Bundesstaaten schicken Leute ins Repräsentantenhaus nach der Größe der Einwohnerzahl, aber jeder Bundesstaat, ob da jemand wohnt oder nicht, schickt 2 Senatoren dahin. Kalifornien mit 35 Millionen, fünftgrößte Wirtschaftsmacht der Erde im Übrigen, wenn man das alleine nimmt, direkt hinter Deutschland. Und die schicken auch 2 Senatoren. Und da muss man erst mal gewählt werden. Ja? Und das ist dann auch als Demokratin nicht so einfach. Denn da gibt es ja noch mehr Demokraten, die das auch werden möchten. Ja? Und das hat sie auch geschafft. Also so ganz schlecht kann sie ja nicht sein. Ja, bitte? Ja. Nein. Also, das sind zwei verschiedene Sachen. Also Strafe, in welchem Wert klaue ich etwas, es wird nicht verfolgt. Es ist, nein, das ist aber, ja, das ist ein Problem, dass die Polizei überlastet ist und man gesagt, dass die Gefängnisse zu voll sind und man gesagt hat, okay, wir müssen irgendwas tun, um die Polizei zu entlasten. Deswegen werden, so wie in Deutschland, Cannabiskonsum bis jetzt zum neuen Gesetz, bis zu einer gewissen Grammanzahl, die sie dabei hatten, wurde es nicht verfolgt. So, ne? Es ist immer noch strafbar,
aber es wird nicht per se verfolgt. Also es sind unterschiedliche Sachen, das hat aber mit Harris nichts zu tun, weil das ist nämlich, das ist Staatsgesetz. Und sie ist, aber sie als Anwältin, selbst als Generalstaatsanwältin und auch als Senatorin, hat sie diese Gesetze nicht mitgemacht. Das macht die Legislature of California, und da war sie nicht drin. Also das ist nicht ihr Ding. Es Ja, ist. es ist ein demokratisches Ding, aber auch in Kalifornien gibt es die Gewaltenteilung. Ja. Ja, der Oberstaat, der Generalstaatsanwalt gehört zur Judikative, die Gesetzgebung, die das verbrochen haben, sagen wir mal, das ist die Legislative. Ja? Also Trump hält Harris das natürlich vor. Das ist ja klar. Ja? Aber stimmen tut es nicht. Ja. Nee, die Tatsache ist eben nicht so. Es herrscht in Kalifornien Gewaltenteilung. Man kann es vielleicht den Demokraten anlasten, als der demokratischen Gesetzgebung. Man kann es aber nicht der Attorney General Harris anlasten. Denn sie verfolgt, ja, und sie muss sich halt an diese Gesetze, die aus der Legislative herauskommen, halten. Ja, natürlich hat man ihr trotzdem auch, Sie haben bis zu einem gewissen Grade recht, es wird ihr immer wieder vorgehalten, dass sie zu nachlässig gewesen sei, dass sie da zu liberal gewesen sei. Aber das ist in Kalifornien so. Das versteht der Rest des Landes nicht so gut. Ja. Es gab in New York immer wieder mal die No-Tolerance-Bewegung, wo wirklich jeder eingelocht wurde, der auch nur ein bisschen Geruch von Cannabis an sich hatte. Ja? Und das war auch erfolgreich. Ja? Aber im Mittelwesten wird das nicht verstanden. Ja? Also die etwas liberalere Haltung in Kalifornien. Ja? Ist interessant und wird beworben, wahrscheinlich von den Republikanern und von den Demokraten. Können Ja. diese Swing States, können die Profit daraus ziehen? Können die bestimmte Dinge einfordern? Werden die eventuell gekauft? Gibt es solche Ja, Nebeneffekte? es geht ja um die Wähler. Also es geht tatsächlich, die Swing States selbst haben davon relativ wenig außer Aufmerksamkeit. Und wenn sie eine Fernsehstation in diesem Swing State haben, dann ist das ein goldener Esel, weil die Plätze, an denen Werbung geschaltet wird, in ihrem Fernsehsender, wenn der zum Beispiel in Minnesota ist oder in Michigan und sie sind ein Swing State, dann kaufen die Demokraten und die Republikaner Sendeplätze bei ihnen, um ihre Werbung zu schalten, ohne Ende, und sie können jeden Preis dafür verlangen. Das heißt, das ist einfach eine Gelddruckmaschine für sie als Fernsehsender. Die Staaten haben relativ wenig davon. Wie gesagt, außer Aufmerksamkeit und dass dann viele kommen. Ich glaube, die Leute sind eher genervt davon, kann ich mir gut vorstellen, weil man wird wirklich bombardiert dann auch mit Wahlwerbung noch und nöcher. Die Leute klopfen an der Tür, es wird angerufen, es werden Umfragen gemacht, alles Mögliche. Ja, also normalerweise, um nochmal diese 11% auch einzuordnen, also normalerweise sagt man, es gibt ein Drittel der amerikanischen Wähler, die wählen Republikaner, egal wer da kandidiert. Es gibt ein Drittel, die wählen Demokraten, völlig egal, wer da kandidiert. Das machen die immer, haben sie schon immer so gemacht. Das sind einfach so Stammwähler. Und dann gibt es dieses dritte Drittel, und um das wird gekämpft. Das sind die Swing Voters, die nicht so genau wissen, okay, ah, eher Republikaner oder mal hier, die sich auch überzeugen lassen, obwohl sie immer republikanisch gewählt haben, dann vielleicht mal doch für die anderen zu wählen. Das ist, sagt man, ist normalerweise ein Drittel. Und diese 11%, das habe ich jetzt in einem Podcast gehört von einem, der viel mit Republikanern gesprochen hat, auch mit dem Wahlkampfteam, und dass sich eben das republikanische Wahlkampfteam die Zahlen angeguckt hat und gesagt, okay, wir haben einen gewissen Teil der Wählerschaft schon in der Tasche, die wählen uns sowieso, egal was wir machen. Dann haben wir so einen gewissen Bereich, die können wir überzeugen. Und es gibt aber 11%, wenn wir die bearbeiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese 11% uns zusätzlich wählen, ist groß. Also da, diesen 11% können wir ansetzen, erfolgreich ansetzen und gezielt ansetzen. Das ist ja auch immer die Frage. Kann ich ganz gezielt und eindeutig meine Werbung so schalten und weiß, welche Messages ich, also welche Slogans ich bringen muss, um die zu überzeugen? Und das sind diese 11%.
dass noch mehr überzeugt werden können, klar, und dass die auch natürlich in anderen Staaten immer noch versuchen werden, das zu drehen. Darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Es sind ja auch nicht nur Präsidentschaftswahlen, es sind ja auch noch Wahlen im Repräsentantenhaus und im Senat, die ja auch wählen und die dann auch nochmal, also wenn ein erfolgreicher demokratischer Repräsentantenkandidat in einem Land ist, kann der natürlich auf die Präsidentschaftswahl auch nochmal Einfluss nehmen. Das kommt auch nochmal dazu. Also es ist sehr, sehr kompliziert. Bevor wir aber darüber sprechen, da hinten war noch Ja, eine aber ich wollte Frage. noch kurz was zum Kaufen sagen. Ja? Ja, genau. Geht das, ja? Das Kaufen kommt später. Es gibt ja im Kongress, also im House of Representatives und im Senat, nicht so diese feste Parteibindung. Der Fraktionszwang, der ist nicht so da. In den letzten Jahren hat sich das zwar auch stark verhärtet, aber es ist immer wieder so, dass dann auch Republikaner dafür gestimmt haben, dass Trump angeklagt wird im Kongress, das Impeachment. Ja. Stellen Sie sich vor, ich bin Senator, ja, zwei Senatoren pro Bundesstaat, ja, Mittelwesten, am Missouri vielleicht, ja, in dem Bundesstaat Missouri, ja, und ich hätte gerne eine neue Brücke. Ja. Dann werde ich den Präsidenten mal anrufen und sagen, du, bei dem nächsten Gesetz stimme ich schon für dich, wenn da meine Brücke drin ist. Wenn nicht, dann stimme ich dagegen. Ja? Es gibt diese Omnibusgesetze. Das ist gar kein Gesetz mehr. Das ist eine Sammlung, ein Sammelsurium von Einzelmaßnahmen. Ja? Und da ist auch meine Brücke dann gefälligst drin. Ja? Da gibt es bei jedem Gesetz ist das, oder fast jedem Gesetz ist das so, dass irgendein Partikularinteresse plötzlich auftaucht und ein Repräsentant oder ein Senator, die Senatoren haben da ja viel stärkeren Einfluss, weil sie eben zusammen mit dem anderen Senator den Bundesstaat vertreten. Ja. Ein Repräsentant im Repräsentantenhaus wird von hat eine Wählerschaft oder vertritt eine Bevölkerung von knapp über 700.000 Leuten. Das ist wie eine Oberbürgermeisterwahl. Ja. Deswegen kommen dann auch leicht total abgefahrene Leute ins Repräsentantenhaus, wie Marjorie Taylor Greene aus Georgia. Ja. Die vollkommen daneben ist. Ja? Die behauptet, die Waldbrände in Kalifornien wären verursacht worden von jüdischen Weltraumexperimenten. Da ist ein Laser daneben gegangen und der hat eben das Gebüsch angezündet. Ja? Oder sie will sagen, in Washington, da ist es inzwischen wie bei der Gestapo. Sie kennt aber das Wort Gestapo nicht so richtig und sagt dann eben, das ist wie bei der Gaspacho. Ja, da hat sie dann auch Gelächter bekommen. Ja, aber also man sieht Repräsentanten, da kommt man relativ leicht ins Repräsentantenhaus. Ja, denn ich habe 720.000 Einwohner in meinem Wahlkreis. Ja, 435 Wahlkreise in den Staaten, das ist auch gesetzlich festgelegt. Davon sind wegen mir dann 500.000 wahlberechtigt. Amerika ist ein junges Land, ja, trotz der alten Präsidentschaftskandidaten. 500.000 sind wahlberechtigt und dann heißt das ja nicht, dass ich zur Wahl gehen darf. Dann muss ich mich erst mal zur Wahl registrieren. Und das hat diese Registrierungsgeschichte ist in den USA ganz schlimm. Man hat immer wieder versucht und versucht auch heute noch, Minoritäten von der Wahl abzuhalten, von der Registrierung zur Wahl abzuhalten. Und wenn ich dann registriert bin, wenn ich das geschafft habe, dann wird man immer noch mal versuchen. Zum Beispiel, wenn ich eine Briefwahl machen möchte, ja, dann wird in einer 5 oder 6 Millionen Stadt wie Houston, dann wird da ein oder zwei, das sind spezielle Briefkästen, wo das eingeworfen werden muss. Ja? Dann steht ein Briefkasten in 20, 30 Quadratmeilen. Ja?
dann müsste ich da hinlaufen oder fahren. Und dann steht dann vielleicht irgendwie ein Bewaffneter neben dem Briefkasten und bedeutet mir, bleib mal weg hier. Ja? Also alles da, es geht alles. Ja? Gerade mit den Wahlen kann man sehr viel mauscheln. Ja? Jeder Bundesstaat hat sein eigenes Wahlrecht, obwohl dann eben national gewählt wird, auch der Präsident. Auch die Präsidentschaftswahl richtet sich nach dem Wahlrecht der einzelnen Bundesstaaten. Ja, denn wir müssen uns vorstellen, dass diese 13 Kolonien, die sich da am Anfang zusammengeschlossen haben, ja nicht eine richtige Einheit waren. Das waren 13 unabhängige Länder. Und die sagten, okay, wir schaffen unser eigenes Wahlrecht, mit dem wir dann unseren Präsidenten wählen, mit dem wir unsere Senatoren wählen. Die Senatoren sind zu Beginn auch nicht vom Volk gewählt worden. Die sind aus den Legislativen, aus den Parlamenten der Einzelstaaten hin, nach Washington geschickt worden. Also so super demokratisch war das am Anfang gar nicht. Ja, es gab das Electoral College, bei dem dann der Einzelne nichts mehr zu sagen hatte. Ja, wenn dann trotz des Sieges von Hillary Clinton hat ein Donald Trump dann die Wahl gewonnen, weil er die richtigen Bundesstaaten gewonnen hat. Ja? Weil vielleicht seine Strategie in dieser Hinsicht besser war. Ja? Oder er einfach Glück hatte, dass Michigan mit 11.000 Stimmen gewonnen hatte. Biden hat Georgia oder Arizona auch mit nur 10.000 Stimmen Vorsprung gewonnen. Ja? Dann kann man natürlich leicht behaupten, die Wahl ist gestohlen. Ja? Es gibt ja jetzt schon Aussagen von Trump, der sagt, wir können gar nicht verlieren. Wenn wir verlieren, dann wurde von den Seiten der Demokraten irgendwas getäuscht, getrickst und getäuscht. Ja? Wenn Trump verliert, geht das ganze Theater wieder von vorne los. Ja? Man kann vielleicht nur hoffen, dass, falls dann Harris gewinnt, dass dann ein Neuanfang möglich ist. Man muss sehen, was da kommt. Ja? Wobei natürlich, das muss man auch sehen, da durchaus die entsprechende Frauenfeindlichkeit da ist. Ne, wenn dann eben behauptet wird, Harris lacht ja nur. Ja? Das ist eine Frau, die zu viel lacht, das kann nicht sein. Das ist unmoralisch. Ja? Der Tim Walz, der lacht noch viel mehr als Harris. Ja? Trump kann wohl nicht lachen, der kann nur grinsen. Er hat noch nie gelacht. Ja. Aber ich gebe Ihnen mal das Mikrofon. Ja? Achso, okay, wunderbar. Vielen Dank. Ja, ja. Ja, jetzt geht's. Ich habe zwei Dinge. Das eine, wenn für den Fall, dass Trump tatsächlich verliert, was wird aus der Republikanischen Partei? Denn er ist die Partei. Es ist niemand da, der ihn ersetzen kann. Bisher sind wir überhaupt keine Figur in der Hinsicht. Was passiert mit den Republikanern? Und meine zweite Anmerkung, die Amerikaner sind grundsätzlich Nichtwähler. Nur ein kleiner Teil der amerikanischen Bevölkerung geht zur Wahl. Es hat Gründe. Es ist schwierig, wählen zu gehen. Man muss viele Dinge da erstmal regeln. Jetzt kommt Harris, eine Farbige, eine Frau. Die spricht jetzt Wähler oder potenzielle Wählerschaften an unter den schwarzen Frauen und unter den Frauen allgemein. Könnte da nicht ein großes Potenzial drinstecken, dass sich dadurch auch in den Swing States, in Arizona hat man das ja schon gesehen, die Stimmung wandelt und dass dann eben die Wahlmänner oder Wahlfrauen und Männer dann eben gezwungen sind, republikanisch abzuwählen. Denn da sehe ich eine große Bewegung kommen. Denn jetzt ist auf einmal frischer Wind in der Politik. Da ist jetzt Aktivität, diese festgezurrte, im Beton eigentlich schon gegossene Trump-Politik ist ja eigentlich gar keine Politik.
Es geht ja nicht um den Staat bei Trump, es geht um ihn selbst. Und was passiert jetzt? Also das sind zwei Punkte, die mich sehr bewegen. Also es wird interessant zu sehen sein, inwieweit Harris diesen Hype aufrechterhalten kann. Ja, und wenn Sie sagen, was wird aus der Republikanischen Partei, dann ist das wirklich eine wichtige Frage, denn in dem amerikanischen Mehrheitssystem geht es ja immer um entweder oder. Ja, Liberale oder der, vorhin hat jemand den Kennedy Junior erwähnt, der vielleicht ein paar Stimmen gewinnen kann, aber er kann nie einen Bundesstaat gewinnen. Ja, der letzte, der in dieser Hinsicht Erfolg hatte, war George Wallace, ein Südstaaten-Rassist, der angetreten ist mit dem Slogan Segregation, also Rassentrennung, Segregation yesterday, Segregation today, Segregation forever. Ja, später wurde er dann auch angeschossen, saß für den Rest seines Lebens im Rollstuhl und hat sich dann gewandelt und hat, er war dann auch Gouverneur, aber er hat immerhin 5 Bundesstaaten im Süden gewinnen können, als Rassist. Ja, das war schon außergewöhnlich. Ja, das war eben als Antwort auf die Civil Rights Gesetze, die von Kennedy angestoßen wurden und dann von Johnson durchgezogen wurden. Wie gesagt, das Entweder-Oder, wenn dann plötzlich eine Partei, sagen wir mal, implodiert, dann kann das auch gefährlich sein für die Demokratie in den USA. Ja? Es gibt natürlich schon einige Republikaner, die entnervt aufgegeben haben und die dann eventuell nochmal wiederkommen. Ne? Beto O'Rourke aus Texas, ja? Der eventuell da nochmal auftreten kann. Ja? Aber ich glaube nicht, dass Trump dann verschwindet, sollte er verlieren. Ja? Dann wird er schon noch ein paar Jährchen weitermachen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal dann zum Kandidaten gewählt wird. Denn dann ist er noch älter als Biden jetzt. Ja? Das kann er nicht bringen. Ja? Also, natürlich, das ist eine, wie ich das, Sie sehen das wahrscheinlich auch, so eine Gefahr für die Demokratie in den USA. Ja? Und mit dieser Joy, mit diesem Hype zurzeit, kann durchaus Harris dann die Wahl gewinnen und einen Neuanfang machen. Ja? Also ich stelle mir tatsächlich auch die Frage, was wird aus den Republikanern, wenn Trump verliert? Kann es nicht sagen. Also der, wie gesagt, die Basis, die er hinter sich versammelt, ist wahnsinnig stark. Es wurde ja auch in den letzten Jahren, bevor es dann wirklich in den Wahlkampf ging, auch immer wieder gerätselt, macht Trump vielleicht so sogar sein eigenes Ding, spaltet er die Republikaner sogar auf und gründet eine ganz eigene Partei, die nur hinter ihm versammelt wird. Das hat er nicht gemacht, weil ich glaube, er weiß schon auch um die Kraft und die Stärke dieses Apparats, das die Republikanische Partei ja mittlerweile auch ist, das Demokraten ja genauso sind. Ich glaube, es wird einfach nochmal Grabenkämpfe geben. Die Frage, in welche Richtung das gehen kann, weiß ich nicht. Ich glaube, es geht nicht in die Richtung, dass sie, also das, was am Ende dabei rauskommt, dass es in dieser Richtung Leute gibt, die dafür kämpfen werden, sicher ja. Aber ich glaube nicht, dass es in die extreme Rechte gehen wird, also in dieses extreme Anti-Woke, weil damit gewinnt man keinen Wahlkampf mehr. Das hat Ron DeSantis gezeigt. Der ist nur mit dem Thema Anti-Woke angetreten und hat verloren. Hat es nicht geschafft. Das Thema ist auch durch, interessiert nicht mehr so wirklich. Das ist immer noch ein Aufregerthema, darüber kann man wunderbar und trefflich streiten. Gendern, Toiletten, keine Ahnung was, kann man darüber streiten. Interessiert aber nicht mehr wirklich, was man unter anderem daran merkt, dass ganz viele Unternehmen von diesem Zug abspringen. Das ist nicht mehr so das ganz große Thema. Das heißt, das wird nicht mehr wahlkampfentscheidend sein. Wahlkampfentscheidend sind Wirtschaftsfragen und ist die Frage, wie geht man mit China um, also der Blick über den Pazifik und die Frage der Migration. Diese drei Themen bestimmen eigentlich auch diesen Wahlkampf und die werden auch die Republikanische Partei weiterhin bestimmen. Und wo da der Weg hingeht, kann ich Ihnen nicht sagen. Muss man sehen, wird schwierig. Und die zweite Frage, genau, die Frage,
Kann Kamala Harris Schwarze und kann sie Frauen mobilisieren? Frauen ja. Das glaube ich, das wird sie schaffen. Ich glaube, dass die Rasse gar nicht so die große Rolle spielt. Die spielt eine große Rolle in den USA. Rasse spielt immer eine große Rolle, aber nicht so schwarz-weiß, wie wir denken. Also nur weil sie schwarz ist, heißt das nicht, dass alle Schwarzen sie wählen werden. Mhm. Nur weil sie indisch ist, indisch-afrikanisch, amerikanisch, heißt das nicht, dass alle Inder sie wählen werden. So verlaufen die Linien dort nicht. Mhm. Es gibt ja dieses für uns erstmal sonderbare Phänomen in den USA, dass sehr, sehr viele Latinos, also Amerikaner, die ihre Wurzeln in Lateinamerika, insbesondere in Ländern wie Venezuela oder in Kuba haben, harte Republikaner sind. Oder die Republikaner und Trump die Mauer zu Mexiko bauen wollen und alle Immigranten aus genau diesen Ländern raushalten wollen. Und trotzdem die Amerikaner, die schon in der zweiten, dritten Generation in den USA leben, aus diesen Ländern kommen, sagen, nee, wir sind dort weg aus Kuba oder aus Venezuela vor den Kommunisten, die dort die Macht übernommen haben. Wir wollen diese Kommunisten, die jetzt kommen, die wollen wir nicht hier haben. Das heißt, das hat nichts damit zu tun, dass die Latinos sind, sondern die Überlegungen sind ganz woanders. Die werden zwar in diese Kategorie gepackt, Latino, aber das hat nichts damit zu tun, ob die jetzt einen Latino wählen oder nicht, sondern da sind die Gedankengänge wo ganz woanders und ein Latino ist nicht gleich der nächste Latino und Hispanic ist nicht gleich Hispanic. Also das, wie gesagt, das ist nicht so schwarz-weiß, wie wir das denken. Und nur weil Obama zum Beispiel, glaube ich, wurde zwar durchaus von einer großen Mehrheit der afroamerikanischen Bevölkerung gewählt, aber längst nicht von allen. Und genauso wird es wahrscheinlich, glaube ich, auch sein, weil Trump hat es geschafft, bis Biden zurückgetreten ist als Kandidat, ganz viele afroamerikanische Männer hinter sich zu versammeln. Die gehen jetzt wieder ein bisschen weg von Trump aktuell. Aber ich glaube nicht, dass sie deswegen gehen, weil sie Kamala Harris als schwarze Frau sehen und das toll finden, dass eine schwarze Frau Präsidentin wird. Sondern ich glaube, sie gehen deshalb von Trump weg, weil sie sehen, da ist jetzt nicht mehr Biden. Und mit Harris kommt vielleicht ein frischer Wind und vielleicht eine andere Politik, die uns gut tut. Was mehr wirtschaftliche Gründe hat. Wie gesagt, der Taxifahrer aus der Dominikanischen Republik, der sagt, mir geht es ums Geld. Mir ist egal, ob der kann rassistisch sein, so viel er will. Solange das Geld im Beutel klingelt, Geld stinkt nicht, alles okay. Also ja und nein, bei Frauen glaube ich tatsächlich eher, dass sie die mobilisieren kann, was andere Gründe hat, weil da durchaus die Frauen sehen, okay, Trump, das geht gar nicht. Aber bei der Rasse, diesen Rassenfragen, in Anführungszeichen Rasse, ist ja auch so ein amerikanischer Begriff, was bei uns ganz anders konnotiert ist. Da glaube ich nicht so sehr, aber interessante und gute Frage. Ein viertes Thema sollte man noch ansprechen, nämlich die Abtreibung. Gab es doch wirklich extreme Proteste, als vor 2 Jahren der Oberste Gerichtshof dieses frühere Urteil gekippt hat, dass Abtreibung in allen Bundesstaaten genehmigt wird. Ja. Und man hat das widerrufen, so dass man aber dann auch wieder den einzelnen Bundesstaaten das überlassen musste, wie das da gehandhabt wird. Manche Bundesstaaten hatten schon sogar vor dem Urteil sogenannte Triggergesetze verabschiedet. Das heißt, Trigger ist der Abzugshahn am Gewehr. Das heißt, sobald der Oberste Gerichtshof die Abtreibung stoppt, tritt bei uns in der nächsten Minute ein Gesetz in Kraft, das ganz restriktive Abtreibungsgesetze in unserem Bundesstaat in Kraft setzt. Und das geht von grundsätzlich keine Abtreibung, auch nicht bei Vergewaltigung, auch nicht bei Inzest, bis zu etwas liberaleren Gesetzgebungen. Manche Bundesstaaten haben das noch offen. Das wird auch dann nicht zurückgenommen. Da gibt es natürlich dann auch einen gewissen Tourismus, aber
da haben die Republikaner sehr große Kritik erfahren müssen, weil die neu von Trump eingesetzten drei obersten Richter eben alle gegen die Abtreibung gestimmt haben. Die werden eben als republikanische Richter angesehen. Und das wird in vielen Bundesstaaten diskutiert und das wird Harris auch nutzen bei ihrem Wahlkampf, um Frauen auf dieses Problem aufmerksam zu machen oder um Frauen in ihr Lager rüberzuziehen. Ja. Das wird sicherlich wieder lange Diskussionen geben, das wird wieder Chaos werden. Ja. Andererseits muss man auch sehen, dass Biden, was natürlich auch nicht so ganz sauber ist, dass Biden versucht, das Court-Stacking zu machen. Also einfach zu sagen, wir versuchen, einen Verfassungszusatz durchzusetzen, dass nicht mehr 9 Richter da sind, sondern 12. Gab es alles schon mal oder 13, damit es eine ungerade Zahl ist. Ja? Und dann kann, wenn das von einem demokratischen Präsidenten durchgeführt wird oder wenn das erreicht wird unter einem Präsidenten der demokratischen Partei, dann kann er natürlich 4 neue Richter, demokratisch gesinnte Richter, einsetzen, die dann auf Lebenszeit da sitzen. Ja. Andere Vorschläge sind, dass man einfach die Amtszeit der obersten Richter auch beschränkt, denn sie sind teilweise 80, 85, 87, ja. Und dann ist das auch nicht mehr so klar. Haben die denn noch den Bezug zur Bevölkerung? Ja, überhaupt. Was stellen Sie sich denn vor, was in Amerika vor sich geht? Ja, aber, und das ist im Übrigen eine Sache, das hat der Herr hier vorne ganz am Anfang gesagt, Ihnen ist eigentlich bange vor dem, was eigentlich hinter Trump steht. Ja, genau. Ja, ne? Ist jetzt gerade diskutiert worden, das ist, glaube ich, auch verabschiedet worden. Ich meine, es war in Georgia, wo man das Gremium geändert hat, das dann die Wahl zertifiziert oder das die Wahl dann beaufsichtigt und anerkennt. Ja? Und dann, man hat diesem Gremium die Möglichkeit gegeben, einfach zu sagen, wir brauchen mehr Informationen. Das heißt, die können erstmal die Anerkennung der Wahl auf unbestimmte Zeit verzögern. Ja? Also das sind so kleine Tricks, die mir eigentlich dann eher Sorgen machen. Ja? Und abgesehen von Leuten wie Elon Musk, Peter Thiel, der deutschstämmige Milliardär, ich glaube, der hat PayPal gegründet, und solche Leute, die eben meinen, dass sie viel besser geeignet sind, Amerika zu regieren oder das zu bestimmen, was in Amerika läuft, als der eigentliche Präsident. Ja, und dass man dann eben versucht, Donald Trump, ja, den kann man immer kaufen, das ist klar. Ja, er hat ja auch schon öffentlich gesagt, wenn ihr mich wählt, dann reduziere ich eure Steuern. Ne? Hm? Aber also ja, die Republikaner werden sich darauf vorbereiten, zu überlegen, was machen wir, wenn wir verlieren, in alle Richtungen. Ich glaube, die Demokraten machen das aber auch. Die wissen ja, was passiert ist am 6. Januar und die werden vorbereitet sein. Und Tim Walz ist ja auch, habe ich heute nochmal gelesen, war bei den Demonstrationen gegen den Tod von George Floyd, war er derjenige, der die National Guard in Michigan, genau, der auf den Plan gerufen hat. Also er ist progressiv, aber er weiß auch durchzugreifen. Und ich glaube, das wissen die Demokraten auch, dass sie im Zweifel gegen eben Trump und ihre Leute, wenn die versuchen, eine Art Bürgerkrieg anzuzetteln, so leicht kann man keinen Bürgerkrieg anzetteln. Also es wird mit Sicherheit Demonstrationen geben, es wird mit Sicherheit auch den einen oder anderen Versuch geben, aber die National Guards sind da fit, gebrieft und ich bin guten Mutes, dass es am Ende gut ausgeht. Und das Stichwort Ende, wenn ich nach oben gucke, wir sollen langsam zum Ende kommen, Bruno, deswegen vielleicht, es gibt bestimmt noch tausende Fragen, die wir beantworten können.
Wir beantworten die Frage. Hast du Angst vor Donald Trump? Und wenn ja, warum? Ich selbst habe keine Angst vor Donald Trump. Wie gesagt, ich habe Angst vor den Leuten, die dahinter stehen und vor dem sogenannten Down Ballot, was also auf diesem langen, langen Wahlzettel unten rauskommt noch. Die Senatoren, das House of Representatives, die letztendlich dann bestimmen, was läuft. Ja? Das Repräsentantenhaus hat die Macht des Geldbeutels, the power of the purse. Ja? Der Präsident kann mit Dekreten regieren, so viel er will. Tausende macht jeder Präsident. Aber sobald es Geld kostet, muss er mit dem Repräsentantenhaus klarkommen. Die bestimmen das. Ja? Und wenn dann im Senat und im Repräsentantenhaus auch eine republikanische Mehrheit ist, dann könnte es dunkel werden. Ja? Das kann schwierig werden. Also, und mir ist Angst und Bange vor dem Einfluss von Leuten wie Musk, vor den Kochbrüdern. Ich glaube, einer der beiden Kochbrüder ist jetzt gerade gestorben. Also diese Milliardäre, die einen ganz starken Einfluss auf die Republikanische Partei ausüben können. Also das ist meine Angst. Ja. Ich habe keine Angst, weil ich habe in den USA, als ich in den 3 Wochen dort war, eine Sache erlebt, die ich so nicht wusste und die mir aber Hoffnung gegeben hat, dass wir auch weiterhin international auch mit den USA rechnen können. Und zwar waren wir ja in Iowa, wie ich vorhin erzählt habe, auch bei der National Guard, und die haben ein Programm. Die Bundesstaaten der USA haben Austauschprogramme, militärische Austauschprogramme zwischen ihrer eigenen National Guard und Ländern auf der ganzen Welt. Das hat sonst kein anderes Land auf der Welt, hat so ein Programm. Das heißt, wir waren in Iowa und die National Guard in Iowa hat zum Beispiel ein Austauschprogramm mit dem Kosovo. Die trainieren zusammen. Die üben zusammen, die tauschen sich aus. Was allein schon interessant ist und auch die Verknüpfung zeigt zwischen nicht nur auf übernationaler Ebene und anderen Ländern, sondern auch wirklich zwischen den Bundesstaaten. Und beim Angriff Russlands auf die Ukraine war es dann so, dass die amerikanischen Militärs im Pentagon nicht ihre eigenen Leute gefragt haben, was passiert denn da drüben gerade, was macht denn der Putin da, ist er jetzt wirklich über die Grenze rüber oder nicht, sondern die haben nach Kalifornien telefoniert, weil die National Guard in Kalifornien hat den Austausch mit der Ukraine. Die trainieren zusammen, die haben ihre Leute dort sitzen, die kennen sich und die waren als Erste informiert. Und diese Verknüpfungen der Amerikaner auf Bundesstaatenebene mit der ganzen Welt, nicht nur militärisch, sondern auch darüber hinaus, eben diese, und das ist eigentlich auch eine Art Gewaltenteilung in den USA, nämlich die Bundesstaaten sind sehr, sehr mächtig in sich selbst und sehr unabhängig auch von Washington. Und dann ist Washington nämlich wirklich weit weg. Und das macht mir Hoffnung, dass ich sage, ja, dann haben wir 4 Jahre weiter Trump sitzen und er kann auch viel machen, der kann auch gefährlich sein, aber die USA sind auch nochmal sehr viel schichtiger, sehr viel anders und auf ganz vielen Ebenen wird es weitergehen und wird auch die internationale Kooperation und die internationale Zusammenarbeit, auch mit Deutschland, auch mit Europa, die wird nach wie vor weitergehen und wir sind nach wie vor, haben wir ein hohes Ansehen in den USA und ich glaube, das wird sich auch unter einem Donald Trump nicht ändern. Man muss halt mit den Leuten dann reden, auch wenn sie unangenehm sind. Das ist mein Fazit, was zumindest so ein kleines bisschen vielleicht Hoffnung macht. Während der letzten Trump-Regierung hat zum Beispiel das Auswärtige Amt, ich kann so gerade noch einen Satz, während der letzten Trump-Regierung hat das Auswärtige Amt ein Deutschlandjahr aufgelegt, 10 Millionen investiert und der BDI, der Bund der Deutschen Industrie, hat auch 10 Millionen gestiftet, um einen kulturellen Austausch auf allen Ebenen zu forcieren und nicht so sehr auf der höchsten Ebene. Man hat gesagt, die Berliner Philharmoniker, die fahren sowieso wieder nach Philadelphia. Das brauchen wir nicht zu finanzieren. Wir finanzieren Reisen der einfachen Leute, Chöre, Tanzgruppen, Musikgruppen, Vorträge, Austauschprogramme und dergleichen. Also es geht da schon weiter. Ja? Es gibt. Und, jetzt, ja. Vielen Dank. Ja.